Hallo und herzlich willkommen zu bei Let's Play Avatar der Elemente. Die Erde brennt mit dieser wunderschönen Musik im Hintergrund. Ich kann von der gar nicht genug bekommen, die ist so richtig geil. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen oder was unsere Aufgabe war. Wahrscheinlich müssen wir noch in der Akademie irgendwie weiterlernen, nachdem wir das jetzt geschafft haben. Du möchtest noch eine Unterrichtsstunde bei mir, oder? Ja. Aber nicht schon wieder dieses mit dem... Oh, das war gut, das war gut. Das war schlecht. Wie viel muss ich hier schaffen? Muss ich hier überhaupt was schaffen? Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier schaffen muss. Erst recht, das ist voll schwer. Das ist voll schwer, wie soll man das denn machen? Ich spam jetzt einfach wieder. Ja, ja, ich spam jetzt. Ich spam jetzt. Und wehe, ich fehle. Dann. Ich spam doch nicht. Was? Ich habe irgendwas zwei geschafft. Bestimmt muss man da 10 schaffen oder so. Ach, mit denen können wir auch hin. Ich glaube, dass der Felsen sich beim... Ach ja, wir sollten ja zu diesem Turnier da, stimmt. Ich glaube, dass der Felsen sich beim Erdkohl 6 seinen Gürtel zurückholt. Er muss sich den Weg durch die besten Erdbeniger der Welt bahnen, um überhaupt einen Blick auf den Champion werfen zu können. Entschuldigung, aber wo findet dieses Erdbeniger-Turnier genau statt? Auf der Insel Getisch. Geht dich nichts an. Ha, ha, ha. Hahaha, nicht lustig. Hey, ihr starken Kerle, schaut mal hierher. Lol, Katara friert die einfach mal ein. Um zu Erdgroll 6 Arena zu kommen, müsst ihr die Akademie verlassen und nach Osten gehen. Dankeschön für die Information. Ich hatte ihm doch gesagt, er soll hierher kommen. Sokka ist immer noch nicht hier? Ich hoffe für ihn, dass er nicht immer noch bei diesen Beuteln ist. Ich könnte wetten, er ist immer noch bei den Beuteln. Ne, er ist nicht bei den Beuteln. Hier ist er nicht. Unglaublich, er hat beim Einkaufen anscheinend nicht auf die Zeit geachtet. Vergiss ihn, gehen wir eben ohne ihn zu Erdkohl 6. Toll, jetzt muss ich da nochmal hinlaufen, ey. Ja, hier nach... Nicht ohne Seife waschen. Ja, also nach rechts. Aber wenn man die Arena nach rechts verlässt, dann kommt man nicht zur Arena, oder? Das werden wir jetzt ja mal überprüfen. Oder meinen die da unten im Osten? Ich weiß es nicht. So, Leute. Ich muss nochmal wegen letzten Part ansprechen. Ich weiß nicht. Ich habe mich doch da entschuldigt für den Asynchronität des letzten Parts. Das ist also Part 8 was, glaube ich. Oder Part 7. Ich weiß es nicht. Und genau dieser Part wurde am Schluss auch wieder asynchron. Und ich habe mir so gedacht, ja, fuck you all, warum steht er hier rum? Und dann wurde genau dieser Part nämlich auch asynchron. Und ich habe mir so gedacht, ja toll, ey. Was ist das? Sorry für die kleine Unterbrechung, aber meine Schwester hat mal wieder nicht verstanden, dass ich aufnehme. Toll. So, wann stehen geblieben? Ja, genau. Dieser Part wurde dann asynchron und ich habe echt null Plan, an was das liegt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich nehme alles so auf wie immer. Ist denn null Ruckler in Aufnahmen drin oder sonstiges? Und ich habe einfach null Plan, warum es immer asynchron wird. Und an meinem... Zusammenfügen von Audiospur und Videospur kann es nämlich auch nicht liegen. Weil das schon richtig ist, wie es ist. Also der Anfang ist auch immer synchron, bloß dann gegen Ende wird es immer asynchron und ich verstehe das einfach nicht.
Die ist doch so, ist wieder reingekommen. Das muss die Arena sein. Da stehen so viele Leute Schlange. Gut, es hat noch nicht angefangen. Hey, Kinder, ich bin der Platzanweiser. Zeigt mir bitte eure Eintrittskarten. Ich gebe euch dann nummerierte Bänder. Für die Schlange. Wir brauchen Eintrittskarten. Die Show ist nicht kostenlos. Und die Eintrittskarten sind im Übrigen ausverkauft. Toll, warum sagst du uns das dann? Vielleicht ist mein Lehrer gar nicht hier. Dieser Schüler hat gar nichts von Eintrittskarten gesagt. Hey, Kinder, mögt ihr das Erdbändigen? Habt ihr Spaß daran, Steine zu werfen? Dann solltet ihr den Erdcrawl 6 nicht verpassen. Zufälligerweise habe ich gerade ein paar Eintrittskarten gekriegt. Ja, ganz zufälligerweise. Ja, sicher. Braucht ihr welche? Ihr wollt doch die Show sehen, oder? Die Karten sind ein kleines bisschen teuer, aber sie sind es auch wert. Leider haben wir nicht viel Geld bei uns. Haben wir nicht 6 Gold oder so? Können sie uns keinen Nachlass geben? Unmöglich. Es ist einfacher, sich hineinzuschleichen, als einen Nachlass auf Eintrittskarten zu bekommen. Aber ihr müsst verrückt sein, um das zu versuchen. Ich verstehe. Sollen wir uns mal umschauen? So, das habe ich doch vorhin gesehen, dass da oben Eintritt ist. So ein Ding, wo man einfach ganz easy peasy hochspringen kann. Warum kommen wir hier denn jetzt nicht hoch? Ah, so geht das. Aber hier hinten ist doch bestimmt noch was, oder? Egal. Gucken macht ja nichts aus, außer wenn man einfach mal fett runterfällt. Good job, good job. Alter. So, endlich sind wir hier oben. Hoffentlich wird es nicht sowas wie in Basingsee in dem ersten Teil, wo man sich so hier durchschleichen muss. Wehe, es wird sowas, gell? Ah, ne. Willkommen bei Erdcrawl 6. Ich bin Ihr Gastgeber, Xinfu. Die Regeln sind einfach. Haut einfach den anderen Kerl aus dem Ring, um zu gewinnen. Runde 1. Der Felsen? Hieß er nicht der Brocken in der Serie? Egal. Der Felsen gegen... Gegen? Gegen wen? Wow! Das ist einfach nur eine Rudel Kerle, die sich mit Steinen bewerfen, oder? Da ha hu! Hu ja! Das ist auch so Geister. Woo! Da sehe ich doch ein vertrautes Gesicht in der Menge. Da ha wu. Ja, egal. Diese Typen wissen, wie man Schmerzen austeilt. Was machst du denn hier? Klasse. Ihr seid also auch hergekommen, um euch das Spektakel anzusehen? Freut mich, dass wenigstens einer hier Spaß hat. Wir wollten uns doch an der Akademie treffen, wenn du mit dem Einkauf fertig bist. Wir haben dich überall gesucht, weißt du? Ach, wirklich? Er hat wohl nicht mal zugehört. Mal wieder. Du hast dir also einen Beutel gekauft? Jupp, klar doch. Und weißt du was? Jetzt können wir mehr Gegenstände tragen und ich habe eine Gratiskarte für den ausverkauften Erdcore 6 dazu bekommen. Und deshalb bin ich hier. Da habe ich doch unheimliches Glück gehabt, oder? Ich hoffe, du hast dein Glück noch nicht ganz aufgebraucht. Der Felsen hat gewonnen! Wir müssen Angst Erdbindiger Lehrer finden, aber ich glaube, von dem ganzen Lärm hier bekomme ich Kopfschmerzen. Ich gehe mal raus, um etwas frische Luft zu genießen und etwas Ruhe. Okay. Keine Sorge wegen Angst, Lehrer. Ich habe ein Auge für sowas. Der Felsen macht doch einen guten Eindruck. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Bumi hat gesagt, ich brauche einen Lehrer, der der Erde zuhört. Anscheinend stimmt da was nicht.
Einer unserer Teilnehmer hat in letzter Sekunde abgesagt. Wie wäre es? Haben wir hier tapfere Seelen im Publikum, die mutig genug sind, sich dem verbleibenden Teilnehmer zu stellen? Und dann unseren aktuellen Champion herauszufordern? Ja, wir. Aang? Eigentlich ist mein Boomerang arm. Eigentlich ist mein Boomerang arm. Heute etwas müde. Komm schon, Sokka. Ich möchte herausfinden, ob der nächste Teilnehmer ein guter Lehrer wäre oder nicht. Ah, die Tasche kriegen wir jedenfalls noch. So, dann stellen wir uns dem Felsen. Okay, Neulinge, hier sind noch einmal die Regeln. Hau einfach den Gegner aus dem Ring, um zu gewinnen. Gewinnt ihr diese Runde, dann bekommt ihr die Gelegenheit, auf den Champion zu treffen. Verzweifelte Situationen verlangen verzweifelte Maßnahmen. Wir freuen uns doch darauf, auf den Champion zu treffen, oder? Wollen wir das wirklich? Warum hat er eigentlich so Bodyguard? Leute, what the fuck? Alter, ich kann hier noch nicht mal aufstehen. Fliege aus dem Ring. Können die überhaupt aus dem Ring fliegen? Nee, können sie nicht. Alter, sind die Akku. Alter. Ohne Scheiß, was soll man denn da... Das ist wieder so... Diese... Wie unverschämt sind die Charakter? Mäßig. Das erinnert mich sehr gut an den ersten Teil gerade. What the fuck? Oh, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, meine Schwester kommt wieder rein, aber das ist nur der Ventilator, der hier neben mir steht, weil es einfach unerträglich warm hier bei mir ist. Aber wir müssen uns mal heilen. Oh, der ist wirklich größer. Was war das nochmal? Ach, der füllt die Dinger auf. Und das da? Auch. Und das da? Nicht. Gut. Erstmal hier die kleinen Wachen ausschalten, warum auch immer die da sind. Also, warum? Aus welchem Grund sind die denn hier? Ich meine, wenn es doch ein Battle ist, dann... Bisschen unlogisch, aber vielleicht, weil wir auch zwei Leute sind. Nutzen wir mal das hier. Ach, das war das. Ich habe gedacht, das ist diese Luftkugel. Mann, ey. Wechsel mal kurz auf Sokka, dass der auch mal seine Fähigkeiten ausprobieren kann. Lol. Ach, Sokka hat ihm den Gnadenstoß gegeben. Oh, schon wieder ein Gold. Und jetzt, der Moment, auf den sie alle gewartet haben. Heißen Sie den Champion willkommen, der blinde Bandit. Um die Sache etwas interessanter zu machen, biete ich den Neuling einen Sack Gold, wenn sie das Unmögliche schaffen und den blinden Banditen besiegen. Are you fucking kidding me? Ich bin überrascht, dass ihr es so weit geschafft habt, aber an mir kommt niemand vorbei. Hey, kleines Mädchen, alles okay mit dir? Bist du wirklich blind? Klingt, als hättet ihr Angst. Wie lautet eure Namen? Tanzbärchen und Hummelhose? Ha! Ha! Ja, so lachen kann ich nicht, wie die da gelacht hat. Aang, warum entspannst du dich? Sie scheint gefährlich herablassend zu sein. Ah! Wieder geflogen ist. Du hast dich gewartet und du hast zugehört. Was faselst du da? Ich möchte nicht mit dir kämpfen. Ich möchte mit dir reden. Ich bin nicht hier, um Konversation zu betreiben. Das nenne ich mal klar, aber hier beenden wir den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.